Mein unbekannter Amerika wird präsentiert von Swiss. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen. Hast du eine Kettensäge? Dann kann ich das hier auseinandersägen. Wie sagt man Kettensäge auf Spanisch? Sierra de Cadena. Sierra de Cadena. Sí. I'm gonna search one. ¿Dónde está Sierra de Cadena? La cadena. La otra máquina. La máquina o la huevo. La máquina con la huevo. No, I mean a. Oh, no. I need a chainsaw. I need. Aquí no tenemos de eso, ¿no? Mein Name ist Arthur Honegger. 8 Jahre lang waren die USA mein Zuhause. Arthur Honegger in New York. Als Korrespondent bin ich in dieser Zeit ganz schön rumgekommen. 47 von 50 Bundesstaaten habe ich besucht. Und auch heute noch beschäftigt mich dieses große, verrückte Land praktisch nonstop bei meiner Fernseharbeit. In dieser Serie will ich nun mein unbekanntes Amerika entdecken. Abseits der großen Politik. Neue Staaten, neue Menschen, neue Erfahrungen. This is my paradise. In Puerto Rico gibt es ein Davor und ein Danach. Vor September 2017, vor Hurricane Maria. Und danach. 9 Monate ist der Sturm her, als ich meinen Fuß zum ersten Mal auf die Insel setze. Ja, das könnte sie sein. Ich bin mit Lisa Ladner verabredet. Sie lebt seit 2 Jahren hier, ist halb Puerto Ricanerin und halb Schweizerin. Hallo, morgen. Lisa. Hi, Arthur. Arthur, freut mich. Hallo. Lisa ist Schweizer Honorarkonsulin in Puerto Rico, kennt sich aus, weiß auch, wo ich mit anpacken kann beim Wiederaufbau. Denn die Wunden, die der Sturm diesem Paradies zugefügt hat, sind längst nicht verheilt. Ich habe etwas gesucht, wo bis jetzt noch nicht sehr viel gemacht worden ist. Und habe dann das Theater in Luisa gefunden, in einem totalen Schockzustand. Es ist so zerstört, dass eigentlich bis jetzt einfach noch niemand die Kraft wieder gefunden hat, um etwas zu machen. Also wirklich in Schockstarre. Ja. Ihr werdet es sehen. Puerto Rico ist ein Territorium der USA in der Karibik. Hurricane Maria tötete über 3000 Menschen und zerstörte unzählige Häuser. Ein Sturm der Kategorie 5. Weiter geht die Skala gar nicht. Es gibt nach wie vor Gegenden ohne Strom. Es gibt immer noch sehr viele Schwierigkeiten bei der sauberen Wasserversorgung. Es gibt immer noch, ich kann Zahlen nicht nennen, aber Tausende, Zehntausende vermutlich von improvisierten Dächern mit diesen blauen Plastikdächern. Ja, genau. Links ist das Theatergebäude, wo die Uni gestürzt ist. Drüber. Es sieht aus, als wäre der Sturm vor. Er ist gerade darüber gewütet. Genau. Ja. Wir wollen nicht einfach über die Misere berichten. Wir wollen mit anpacken. Mal sehen, wie weit wir in einer Woche kommen. Das Kinder- und Jugendtheater Flor de Caillou zog früher mit dieser fahrbaren Bühne durch die Dörfer der Insel. Seit ein paar Jahren hatte es auch einen festen Platz, hier in Luisa. Jetzt ist alles zerstört. Ah, ist das
Die Dame. Das ist Sora. Sora, so. Willkommen im Kulturzentrum von Luisa. Sora Moreno hat das Theater vor 36 Jahren gegründet. Es ist ihr Lebenswerk, das hier in Trümmern liegt. Stadträtin kommt von hinten. Buenas tardes. Tardes, already? Yes, afternoon. Okay, it's afternoon, okay. Nice to meet you, I'm Arthur. Hello, my name is Julia. Guten Tag, mein Name ist Julia. Ich bin die Bürgermeisterin dieser wundervollen Stadt. Of all Puerto Rico. This is Lisa Resley, the producer. Das war der Raum, wo wir geprobt haben. Theater, Tanz, alles. Ja. Julia, pass auf, lauf nur am Rand. Okay. Ja. Dangerous. Ja, es ist gefährlich. You okay? 150 Kinder und Jugendliche haben hier getanzt und gelacht, Musik und Theater gemacht. Dann kam der Sturm. Ja, okay. Sorry. Wenn so etwas passiert, dann geht das ganz tief. In mir drin brennt ein Feuer, junge Menschen zu unterstützen. Ich bin selbst in armen Verhältnissen aufgewachsen. Und so ist dieses Bedürfnis entstanden, mich zu bilden. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere, damit ich ihnen etwas anbieten kann. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, aufzusteigen und ihr Glück zu finden. Siehe da, Sora hat sogar eine Kostprobe ihres Schaffens für uns vorbereitet. Das ist mein Herzchen. Was hast du gelernt? Ballett. Bailar Ballett. Muy bien. Sora erzählt mir, ihr Theater sei der erste Ort auf der Insel gewesen, an dem schwarze Kinder ins Ballett gehen konnten. Dass jetzt die Bürgermeisterin hier ist, hat wohl nicht zuletzt auch mit unserer Kamera zu tun. So, Julia. Julia, was braucht es hier, damit das wieder aufgebaut werden kann? Wir brauchen Geld. Wir haben 737 Häuser mit blauen Plastikdächern. Das ist im Moment unsere Priorität. Ja, die Leute brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir werden ihr etwas Geld geben, aber es reicht nicht. Wir sind eine arme Gemeinde. Ja, das Theater hat eine große Bedeutung hier, oder? Ja. Wir haben Probleme mit dem Zusammenhalt. Sora hat einen großen Beitrag geleistet, dass Beziehungen unter den Kindern aus verschiedenen Milieus entstehen. Sie macht wichtige Sozialarbeit. Sorita, du bist nicht allein, wir sind bei dir. Ich glaube dir. Solche Versprechen hat Sora schon öfter gehört. Vielleicht folgen ja mit unserer Anwesenheit jetzt auch Taten. Die Bürgermeisterin jedenfalls will morgen Gemeindearbeiter schicken. Ob sie auch Geld bereitstellt, da bin ich mal gespannt. Heute passiert hier aber gar nichts mehr. Es ist nämlich Sonntag. Zeit für den Gottesdienst. Auch da will Sora Verbündete suchen und wir kommen mit. Auf dem Weg zur Kirche beginne ich zu verstehen,
warum Puerto Rico sich die Insel des Charmes nennt. Da kommen die Leute auch an. Da kommen sie auch an. Da parkieren sie halt einfach irgendwie querfeld ein oder kommen auch mit den Velos zum Teil. Da wird da geschwimmt, badelt oder picknickt. Barbecue ist ja ein Wort. Es kommt aus dem karibisch-indianischen Barbacoa. Das ist das Erdloch, das man mit Kohle füllt und dann das Fleisch drauf tut. Barbecue und Piña Colada. Alles von da. Alles von da, genau. Huracan kommt aus dem Taino-Indianischen. Hamaka, Hammock. Alle drei zusammen, gibt einen guten Tag. Einen guten Tag. Pelikan. Ich bin gesehen, Pelikan fliegen. Schön. Und. Uiuiui. Dann. Wow. Aber so und dann drop und dann in. Aber wirklich senkrecht rein. Ja. Da siehst du ein paar Sachen, die sehr typisch sind. Die Leute mit Drinks in der Hand im Wasser. Macht es einfach nicht gerade an, um jetzt zu arbeiten. Aber nein. Ja. Das ist immer noch entscheiden. Beachlife, Cocktails, Partys. Dafür ist Puerto Rico bekannt. Hurricane Maria hat aber auch den Tourismus schwer beschädigt. Er hat sich bis heute nicht ganz erholt. Immerhin, der historische Kern der Hauptstadt San Juan wird seiner glanzvollen Geschichte gerecht. Und so legen auch wieder Kreuzfahrtschiffe an. Sie bringen die Touristen zurück, die dieses Stück Weltkulturerbe mit eigenen Augen sehen wollen. Kolumbus besetzte die Insel einst im Namen der spanischen Krone. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kolonie Teil der USA. Irgendwie. Denn Puerto Rico ist kein eigener Bundesstaat, sondern ein assoziiertes Territorium. Das bedeutet, dass die Puerto Ricaner zwar einen US-Pass haben, aber nicht mitbestimmen können, wer im Kongress oder im Weißen Haus sitzt. Ja, da sind sie am Vorbereiten für nach dem Gottesdienst dann das Food Festival zu feiern. Einmal im Jahr wird kräftig gegessen. Einmal im Jahr? Tradition seit etwa 40 Jahren ist das. Und das ist heute? Das ist heute. Einmal wird kräftig gegessen. Jawohl. Das ist heute. Jawohl. Ich habe einen richtigen Tag gekommen. Also, das ist kräftig gegessen. Er ist der Pastor dieser Kirche. Sprechen Sie Spanisch? Nein, Englisch. Ich bin Arthur. Freut mich. I'm Arthur. Pleasure. Pastor Sustache. Sie sehen aus wie George Clooney. Ich bin nicht der Erste, der das sagt, oder? Das ist zu viel der Ehre. Wir haben karibische Musik für Sie. Really? Okay. Freue mich drauf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Sora Moreno. Ich bin seit 26 Jahren in Luisa und wohne im Quartier Santiago del Mar. Meine Tochter Luisa ist in dieser Kirche getauft worden. Diese Gruppe von Freunden aus der Schweiz ist hierher gekommen, weil das Kulturzentrum von Luisa von Hurricane Maria zerstört worden ist. Wenn ihr jemanden kennt, der helfen kann, wir machen alles für Luisa. Ja, toll, damit bin ich jetzt bekannt wie ein bunter Hund hier. Beim Kulturzentrum muss wirklich was gehen. Die Hoffnung jedenfalls ist, mit Händen zu greifen. Oder besser gesagt, mit Armen zu umschließen. Man herzt sich hier gern. Und man kocht füreinander. Immer genug, versteht sich.
Die traditionelle Küche ist ein Mischmasch der Kulturen. Indianisch, afrikanisch, spanisch. In Puerto Rico kommt alles zusammen. Amerikanisch sind hier heute nur die Hygienevorschriften. Und dann lerne ich noch ein weiteres Theatertalent aus Soras Ensemble kennen, den kleinen Alex. Ich habe den Guancho gespielt. Guancho ist der Hauptdarsteller eines Stückes. Ah, du warst der Star. Ah, that's nice. Der Broadway wartet. Okay. Das Stück über Guancho hat Sora Moreno geschrieben, vor mehr als 30 Jahren. Es ist auf der ganzen Insel bekannt. Wendy ist die Mutter von Alex. Sie erzählt mir, dass das Stück rund um Guancho und seine Familie gerade wieder sehr aktuell ist. Das Thema des Stückes, der Vater hat kein Geld, findet keinen Job. Es gibt kein Auskommen in Puerto Rico. Er entscheidet sich, in die USA zu gehen, weil er da Verwandte hat. Die Kinder bleiben bei den Großeltern zurück. Mit dem Wirbelsturm Maria ist das heute wieder eine ähnliche Situation. Weil viele Leute nach dem Sturm weggingen. Viele Familien möchten gar nicht weg, aber sie müssen. Sie lassen alles zurück, um in die USA zu gehen. Heute leben 3,3 Millionen Puerto Ricaner in ihrer Heimat. In den USA leben weit über 5 Millionen. Die Wirtschaft auf der Insel liegt allerdings nicht erst seit dem Hurricane am Boden. Vor Maria kam der Finanzsturm. Und jetzt ist Puerto Rico pleite. Oft lässt sich nicht genau sagen, was die Häuser hier mehr beschädigt hat. Die Naturkatastrophe oder die Misswirtschaft. Nicht wenige sehen die Schuld auch in Washington. Der Zugang zu den Handelshäfen etwa ist nur amerikanischen Frachtern gestattet. Steuergeschenke für Großkonzerne waren jahrzehntelang üblich. Und seit ein paar Jahren kontrollieren die USA sogar das Budget vollständig. Ich merke schnell, der Streit über den Status von Puerto Rico ist das politische Thema hier. Montagmorgen, die Arbeit ruft. Wir wollen eine Abkürzung zum Theater nehmen. Und ich lerne, abseits der Hauptstraße wird es hier schnell mal abenteuerlich. Gracias. Hey, Moment. Was hat er jetzt gesagt? Ich muss unter der Brücke durch und ich muss aufpassen, dass es dort sehr sind Druck wir jetzt ja hergekommen, oder? Ja, aber es ist dort unter der Brücke. Das ist dort, wo die Brücke zusammen, so halb zusammengefallen ist. Genau. Okay. Ich kann eben den Abzug sehen. Jeder so seinen eigenen Weg auf Luisa. Wasser auf der Straße. Ein Rohrbruch. Vielleicht eine Folge des Sturms. Vielleicht einfach nur zerfallene Infrastruktur. So genau weiß das niemand hier. Schmeckt fein, ne? Also Geruchsfernsehen gibt es ja nicht, aber es schmeckt ein bisschen streng nach. Ist ein bisschen, Schwefel? Ja, 50 Minuten statt 45. Mhm. Ach, da ist schon die Maschine, ist schon da. Ich glaube, den wichtigsten Teil haben wir noch nicht verpasst. Auf einer Baustelle, das heißt im Kreis stehen und besprechen, was gemacht werden muss. Ganz wichtig. Ein halbes Dutzend Arbeiter steht bereit. Die Bürgermeisterin hat Wort gehalten. Arturo, so we're gonna. Wir nehmen diese Sachen hier also weg. Ich spreche kein Englisch. Sora. Sora, wie geht's dir? Hola. How you doing? Okay. Thank you. Hey. Was guten Tag. Gehören Sie auch zum Theater? You are also
Ich habe das Team von der Stadt hergebracht. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Sieht gut aus. Er ist auch noch Tänzer. Tanzen statt im Kreis stehen. Hier geht's anders zu und her als auf europäischen Baustellen. So viel ist schon mal klar. Kann ich da draußen was machen? Willst du anfangen? Ja, ich möchte anfangen. Die können machen, was sie wollen. Wir wollen nur helfen. Wo können wir helfen? Ja, er kann einfach weitermachen. Ich fange jetzt mal an, irgendwas auszureißen, weil irgendwas muss man hier tun. Alles gewachsen, erst seit dem Hurricane. Krass. Dann taucht zum Glück David auf, ein Freund von Sora. I'll take these out. Yeah. Der weiß, was zu tun ist, das merke ich sofort. Das ist wie Karton. Ja. Also das ganze Sperrholz kommt raus. Ja, alles Sperrholz. Lisa, das ist etwa das, was er nach dem Hurricane die ganze Zeit gemacht hat. So hat es ausgesehen, genau. Alle mit Händchen am Aufräumen. Ja. Zum Glück immer mit Hilfe. Wochen, Monate so verbracht wahrscheinlich, oder? Immer noch. So wie wir jetzt dran sind, sind noch zigtausende Haushalte dran aufräumen. 9 Monate lang stand hier die Zeit still. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Unsere Ankunft hat da offenbar etwas ausgelöst. Neben Sora, David und den Arbeitern sind auch Freiwillige vor Ort. Leute, die im Theater gearbeitet haben und Jugendliche, die hier auf der Bühne standen. Zusammen arbeiten wir am Neuanfang für Flor de Caio. Arturo. Yes. I want to try. Ich probiere es mal mit Englisch. In English. Okay. I want to adopt you. Du willst mich adoptieren. Ist das für deine Familie okay? Meine Mutter ist vielleicht froh, wenn du mich hier abnimmst. Finally. Danke, Arthur. Despacito. Despacito. Dabei weiß ich nicht mal, was das heißt. Langsam. Okay. Nach Hurricane Maria konnte ich 3 Wochen lang nicht mit meiner Familie sprechen. Ich hatte keinen Kontakt zu meinem Vater, meiner Mutter oder meinem Bruder. Also, du wusstest nicht, wo sie waren? Nein, die Telefonmasten waren weg. Schrecklich. Du warst damals in den Staaten? Ja, ich habe dort gearbeitet. In Georgia? Ja. Aber deiner Familie ging es gut nach dem Sturm? Ja. Und woher kennst du Sora? Wir sind aus demselben Quartier. Ich kenne Sora seit meiner Kindheit. Von klein auf? Ja. Bevor David als junger Mann Puerto Rico verließ, um in den USA als Schreiner zu arbeiten, hat er Bühnenbilder für Sora gemacht. Jetzt, mit 58, ist er zurück auf der Insel, um sich um seine Eltern zu kümmern. So, Sora. Sieht anders aus als gestern, oder?
Bist du glücklich? Ich bin sehr glücklich. Ich bin überrascht, was wir in einem Tag alles geschafft haben. Und ich bin sehr dankbar für eure Arbeit. Wenn man bedenkt, dass ihr von der Schweiz hierher kommt, zu Flor de Gallo, um uns zu helfen, uns zu motivieren. Ihr sagt damit, dass die Distanz keine Rolle spielt. Wir sind eins. Es gibt nur einen Planeten. That's true, we're all one. Exacto. Yes. Wir sind alle eins. We're all related. Yeah. Yeah. I mean, es gibt noch viel Arbeit. Ja, viel Arbeit. Manchmal ist der Start das Wichtigste. Sometimes all it takes is the start. Es ist der 4. Juli, der Nationalfeiertag, an dem die USA ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone feiern. Für mich eine gute Gelegenheit, mehr über das Verhältnis der Puerto Ricaner zu den Vereinigten Staaten zu erfahren. Also Beach statt Baustelle heute. Hey guys! Hey, wir sind aus der Schweiz. Wir machen einen Dokumentarfilm über Puerto Rico. Wie feiert ihr den 4. Juli? Gut, ganz toll. Ja? Und was macht ihr so an diesem Tag? An den Strand gehen, chillen. Chilling. Ja, das sehe ich. Hey guys, how you doing? Hey, wie geht's euch? Frohen 4. Juli. Wir drehen einen Dokumentarfilm. Woher kommt ihr? Aus der Schweiz. Schweiz? Krass. Denkt ihr, dass das auch euer Feiertag ist? Nein. Why not? Warum nicht? Wir sind ein Territorium, kein Staat. Territory, I'm not a state. Fühlt ihr euch mehr als Puerto Ricaner oder Amerikaner oder beides? Ich bin stolz, US-Amerikaner zu sein. Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. Oh, du bist Veteran. Ja, ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Aber ich bin auch stolz, Puerto Ricaner zu sein. Wir sind ein Zwischending. Anstatt dazwischen zu sein, wäre mir ein Staat lieber. Also der 51. Bundesstaat. Dann kann ich entscheiden, wer Präsident wird. Entweder ein Staat oder unabhängig. Aber nicht die Situation jetzt. Danke, war gut mit euch zu reden. Good talking to you. Yes. Puerto Rico se levanta. Puerto Rico erhebt sich. Was das heißen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Vorstellungen reichen von kompletter Integration als Bundesstaat der USA bis zur vollständigen Unabhängigkeit. Schon mehrmals wurde darüber abgestimmt, zuletzt 2016. Da war die Mehrheit für den Bundesstaat. Folgen haben solche Voten allerdings keine. Die Zukunft von Puerto Rico wird in Washington bestimmt. Und dort besteht derzeit wenig Interesse, den Status quo zu ändern. Schließlich würde jede Veränderung auch einen Kontrollverlust bedeuten. Kein Feuerwerk am Himmel über San Juan am US-Nationalfeiertag. Was wie ein politisches Statement wirkt, ist in Wahrheit aber nur ein weiteres Zeichen dafür, wie leer die Kassen hier sind. Oye, Sora, Sora, was hältst du davon, wenn wir gleich jetzt ins Rathaus kommen, um dich und die Bürgermeisterin zu treffen? Das ist eine gute Idee. Aha. Ich gehe vor und rede mit ihrer Sekretärin. Perfekt, wir sehen uns da. Ciao, Sora, ciao. Also bis jetzt sind sie ja finanziert gsi vom puerto-ricanischen Staat, oder? Alles, was staatlich ist, ist im Moment eigentlich bankrott. Und das ist wegen dem Sturm, oder? Nein, das ist schon seit 11 Jahren ist eine Rezession und dann die hohen Schulden von mittlerweile etwa 95 Milliarden. Ach, das sind griechische Verhältnisse. Das sind griechische Verhältnisse, genau. Und obendrauf ist jetzt noch der Sturm gekommen. Das heisst, da ist jetzt eigentlich kein Rappen mehr vorig. Kriegt Sora nun das versprochene Geld von der Bürgermeisterin? Oder wird das Theater weiterhin gehalten? Das ist die große Frage heute. Siehst du auch noch das blaues Dach vom Hurricane?
planen. Sogar im Stadthaus. Im Stadthaus. Ah, Sora. Buenos días. Bien, bien, bien. ¿Y tú? Buenos días. ¿Te ves bien? Sora, buen día. Ich bin zufrieden. Wir können zum Baumarkt gehen und uns das Material schicken lassen. Wir haben grünes Licht. Hey, du kannst einkaufen gehen. Hey, let's go shopping. Yeah, all right. Tatsächlich, die Bürgermeisterin hat Sora $4,500 zugesagt. Bedanken können wir uns gleich persönlich, denn jeden Morgen um 9 fährt ein Wagen mit Lautsprecher vors Rathaus und die Chefin tritt ans Fenster, um für ihr Volk die Stadthymne zu singen. Hey. Danke für das Geld fürs Theater. Thanks. Thanks for the credit. Thanks. Tag 4 auf der Baustelle. Heute sind ein paar Jugendliche dazugekommen, die mithelfen. Sie alle standen auch mal auf der Bühne hier. Der Hurricane hat das Gebäude von der Versorgung abgeschnitten. Nun aber geht es auch da vorwärts. Das Team kümmert sich um die kaputte Wasserleitung. Sollen wir das Wasser testen? Well, poco testo. Water. Test because we. Wir haben das Rohr repariert. Is it coming? Wasser, das will ich sehen. Auch Alex, der den kleinen Guancho gespielt hat, kommt heute auf die Baustelle. Wie fühlst du dich, wenn du das Theater so siehst? Schlecht. Ja. Es ist unglaublich, was die Natur anrichten kann. Wenn etwas kaputt geht, muss man es immer wieder aufbauen. Noch stärker. Das muss man. Ich habe gelernt, dass alles von einem selbst abhängt. Du musst dir selbst ein besseres Leben geben. Du weißt schon viel. Wird der Kleine zurückkommen, wenn das Theater wieder steht? Ja, das ist die Idee. Manchmal ist Geld nicht alles. Manchmal braucht man eine helfende, liebende Hand. Das möchte ich ihm beibringen. Das ist eine gute Lektion. Wendy, die Mutter von Alex, lebte ebenfalls ein paar Jahre in den USA und hat sich dann wieder für Puerto Rico entschieden. Ist das gut, dass du sowohl hier als auch in den Staaten leben kannst? Ja, wir haben das Beste aus beiden Welten. Ich kann in Puerto Rico leben, aber ich habe trotzdem die Freiheit, jederzeit in die USA zu gehen, um dort mein Glück zu suchen. In den USA klopft aber niemand an deine Tür und sagt, ich helfe dir. Hier in Puerto Rico ist es etwas einfacher, sich irgendwie durchzubusteln. Das mag ich nicht so. In den USA muss man hart arbeiten, um überleben zu können. Ja, nicht erwarten, dass andere einem helfen. Sicher nicht Donald Trump. Er ist nur eine Person. Wir sind mehr. Er kann noch 50 Jahre im Amt sein. Wir sind größer. Die USA und auch Puerto Rico werden nicht wegen Donald Trump untergehen. Du hast eine gute, positive Einstellung. Danke.
Stichwort Trump. Er hat sich auf Puerto Rico wenig Freunde gemacht nach dem Sturm. Die Hilfe lief nur zögerlich an. Erst nach fast 2 Wochen kam der Präsident selber auf die Insel und warf, um seine Hilfsbereitschaft zu unterstreichen, Haushaltspapier in die Menge. Ein Schlag ins Gesicht für die Menschen hier, besonders auch für die Bürgermeisterin von San Juan, die damals klare Worte fand. If anybody out there is listening to us, we are dying and you are killing us with the inefficiency and the bureaucracy. Look at this. Look at this. They think that weighs enough. So I am asking the President of the United States to make sure somebody is in charge that is up to the task of saving lives. So I am done being polite. I am done being politically correct. I am mad as hell. Diese Frau muss ich kennenlernen. Ihr Schlagabtausch mit Trump machte Carmen Yulín international bekannt. Das Time Magazine zählte sie danach zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt. Ah, Sie sprechen Spanisch. Sie sind Puerto Ricanerin. Freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin der Schweizer. Gutes Land, gute Leute, gute Schokolade. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Kameramann Sergio. Tolle Augen. Carmen Yulín möchte uns einen Park zeigen, den sie renovieren ließ. Ihr Paradeprojekt in San Juan. Per solarbetriebenem Minibus geht's darum erstmal auf Rundfahrt. Mit einer Bürgermeisterin zum Anfassen, wie wir schnell merken. Wie sagt man Hallo auf Deutsch? Grüezi. Grüezi. Es muy difícil, ¿verdad? Grüezi. Dígale hola, una, dos y tres. Hola. No lo más cerca, vengan más cerca. Mira ahí, una, dos y tres. Danke, dass Sie für uns kämpfen. Yes, I will. Das werde ich immer. Ich kämpfe, Sie schlagen mich und ich kämpfe weiter. Etwas vom Wichtigsten im Park ist unser Gewächshaus. Alle Angestellten hier sind schwere Autisten. Wir wollen eine Gesellschaft bilden, in der jeder etwas beitragen kann. Es spielt keine Rolle, ob du nur etwas kannst, wie zum Beispiel Samen pflanzen. Man merkt es mir nicht an, aber ich bin Legasthenikerin. Darum trage ich diese Armbänder. Als ich klein war, bemerkte meine Kindergärtnerin, dass ich leicht verwirrt wurde. Sie band mir ein Gummiband um die rechte Hand, damit ich meine rechte von meiner linken unterscheiden konnte. Mittlerweile hat jedes Band eine Bedeutung. Dieses hier bekam ich als Auszeichnung dafür, dass ich Wahrheiten ausspreche. Ist das zu glauben? Dafür gibt es eine Auszeichnung? Wenn man jemanden dafür auszeichnen muss, die Wahrheit zu sagen. Ich meine, das sagt schon etwas über unsere politische Klasse, oder? Vielleicht sollten wir uns irgendwo hinsetzen. Ja, gut. Ah, Sie sind so einer. So einer? Mit Notizbuch. Ja, ich schreibe die Dinge gern auf. Mit mir geht sie locker um, aber nicht mit Washington. Sie spricht jenen Puerto Ricanern aus der Seele, die sich im Stich gelassen fühlen. Sie sagten, dass Puerto Ricaner wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Nun, wir sind eine Kolonie der USA. Wir tragen Fesseln und sind uns dessen nicht einmal bewusst. Ich glaube, das nennt man Stockholm-Syndrom. Du merkst gar nicht, dass du keine eigenständigen Entscheidungen treffen kannst.
Es gibt ein Aufsichtsgremium, das jetzt über den Kopf von Puerto Ricos Gouverneur Finanzentscheide fällt. Manche denken, dass wir uns in einem Machtkampf befinden. Ich denke das nicht. Ich weiß, wer an der Macht ist. Und das sind nicht wir. Was wir brauchen, ist ein richtiger demokratischer Dialog. Okay, sagt uns USA, was braucht es, damit ihr uns einen Bundesstaat gebt? Was, damit ihr uns Unabhängigkeit gebt? Was für ein freies Bündnis mit doppelter Staatsbürgerschaft? Oder für eine Erweiterung des heutigen Status? Lasst die Bürger entscheiden. Thanks again. Thank you. Thanks for coming. Eine Frau ohne Berührungsängste und ohne Angst vor Großmächten. Von dieser Politikerin wird man, denke ich, noch hören. Sie überlegt sich, ins Rennen zu steigen für ein nationales Amt. Es ist Tag 5 auf der Baustelle. Schöner Wohnen in Loíza, Puerto Rico. Das Material wird geliefert, das Sora mit dem Geld der Gemeinde gekauft hat. Still okay? Yes. Das hier werden die Bretter sein, die die Welt bedeuten für viele kleine Tänzerinnen in Loíza. Wir beeilen uns. Denn für morgen schon hat Sora eine erste kleine Vorstellung geplant, als Abschiedsfest für uns. Und weil ich jetzt mehr als einmal dazu aufgefordert wurde, wage ich mich noch auf die traditionellen Stelzen. Der Stelzenläufer, der sogenannte Vejigante, ist eine zentrale Figur in Puerto Ricos Folklore. Flashback von my horse. Soras Tochter Rosia zeigt mir, wie es geht. Okay, number two. Got it. Ich erkläre dir, was du tun musst. Du musst deine Beine stabil halten. Okay. Ja. Und was passiert, wenn ich runterfalle? Dafür gibt es Techniken, aber du wirst nicht fallen. Du kannst dich zum Balancieren am Gitter festhalten. Ja, jede Menge Vertrauen hier. Du musst balancieren. Ja, wenn du das da wegschiebst, dann kann ich da laufen. Okay, jetzt laufe ich zu der Tür da. Wow. Du balancierst gut. Und zurück. Machst du das zum ersten Mal? Ja. Wow. I don't know. Weiß nicht. Gut, Snowboarden und Skateboarden braucht auch viel Balance. So, I think I got. Thank you. You're a good teacher. Good swinging. Wow. Ich ahne es. Morgen muss ich wohl auch auf die Bühne. Das kann ja heiter werden. Weißt du, was toll ist an Puerto Rico? Überall Musik. Überall.
Jeder bringt seine eigene Musik und zusammen ergibt das dann diesen speziellen Sound. Schau, man kann die Stadt sehen. Wo sollen wir hin? David hat die ganze Woche fast pausenlos gearbeitet. Zum Abschluss lade ich ihn auf ein Feierabendbier ein. Ich mache das, weil ich Sora liebe. Sie ist wie meine Schwester. Wenn sie mich braucht, bin ich da. Denkst du, du gehst jemals zurück in die Staaten? Ich denke nicht. Vielleicht gehe ich mal auf Besuch. Meine Tochter und mein Enkel leben in Georgia. Ich möchte hier bleiben. Es reicht. Ich bin müde vom Herumreisen. Ich liebe meine Insel. Das ist mein Paradies. Man könnte meinen, dass der Sturm alles zerstört hat. Er hat auch viel zerstört, aber nicht den Geist. Die Energie hier beeindruckt mich. Irgendwie trotzig weitermachen, auch wenn so viel in Trümmern liegt. Mit diesem Gedanken wache ich auf an meinem letzten Tag auf der Insel. Wir haben viel geschafft auf der Baustelle. Das Dach ist zwar noch nicht wieder ganz, aber der Boden ist gelegt. Und der ist beim Tanzen ja das Wichtigste. Look at this. Jetzt sieht's aus wie ein Theater. Bis zuletzt tun David und Sora alles, um die Bühne herauszuputzen. Die Strapazen der letzten Tage aber haben Spuren hinterlassen. Auf der einen Seite bin ich sehr dankbar und zufrieden, weil wir viel erreicht haben. Obwohl wir wenige waren. Andererseits, wenn ich weniger sage, dann meine ich weniger. Ich fühle mich auch etwas im Stich gelassen. Von den Leuten, die gesagt haben, dass sie kommen, ist kaum jemand aufgetaucht. Trotzdem hat Sora noch die Energie, in ganz Loíza herumzufahren, um Kinder für den heutigen Auftritt einzusammeln. Wie viele hast du jetzt? Fünf? Vier. Okay, fünf und sechs. Nicole, ella es Adriana. Nicole und Adriana. Das sind sehr gute Schauspielerinnen und Tänzerinnen. Okay. Auch ein Profi-Vechigante macht sich bereit. Bei dem kann ich mir ja vielleicht noch ein paar Tricks abschauen. Die Aufführung heute ist eine exklusive Kostprobe von dem, was die Kinder hier alles gelernt haben. Zum Auftakt sehen wir gleich einen typisch puerto-ricanischen Tanz. Im Bomba handelt es sich um eine Challenge, um einen Wettbewerb zwischen den Trommeln und den Tänzern. Das heisst, sie gibt eine Bewegung vor und er muss darauf reagieren. Wenn er mal keine Antwort mehr hat auf ihre Herausforderung, ist er draußen und muss aufstehen. Aha. Wenn sie nicht mehr nachkommt, weil sie sich verliert, dann hat sie verloren und zieht sich zurück. Ah, lustig. Ha. Echt beeindruckend, was die Kleinen hier schon können. Jetzt verstehe ich auch, dass Soras Theater mehr ist als ein Sozialprojekt. Es ist ein lebendiges Stück lokaler Kultur.
Dieser Rhythmus wirkt wie ein musikalischer Magnet. Da tanzen dann auch Schweizer Füße mit. Und ja, die Stelzen. Davor kann ich mich jetzt nicht drücken. Okay. Ich bin schon etwas aufgeregt. Aber hey, auch das ist eine Erfahrung. Ich spüre, wie wichtig es den Menschen hier war, dass nach Maria auch eine andere Seite von Puerto Rico gezeigt wird. Wie die Insel wieder auf die Beine kommt. Just always keep moving. Yeah. All right. Yeah, okay. Da 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 da. Da 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 da. All right. Monate später erhalte ich eine erfreuliche Nachricht. Lisa Ladner hat eine Schweizer Stiftung gefunden, die dem Theater unter die Arme greift und Flor de Cajillo so eine Zukunft schenkt. Mein Unbekannten Amerika ist präsentiert worden von Swiss. Für Abenteuer, die erst nach dem Flug anfangen.